Mein Name ist Philipp Kleon, ich bin 33 Jahre alt und bin Lehrer für Deutsch und Geschichte an einer Maraner Oberschule. Ich bin hier in Maran aufgewachsen und als ich als Jugendlicher nachts in Maran unterwegs war, fühlte ich mich überall stets sicher. Heutzutage gibt es Straßen und Orte in Maran, die nicht mehr sicher sind und die vor allem von Frauen gemieden werden müssen, wie zum Beispiel diesen Bahnhofspark hier. Nicht selten kommt es hier zu Gewaltakten, Übergriffen, Belästigungen und Diebstählen. Hinzu kommen die vielen Einbrüche in Häuser und Autos in Maran. Unsere Kurstadt hat sich innerhalb nur einer Generation radikal verändert. Und diese Veränderung ist keine zufällige Entwicklung. Sie ist das direkte Ergebnis einer völlig verfehlten Einwanderungs- und Integrationspolitik. Wir Freiheitliche stehen mit unserem Bürgermeisterkandidaten Otto Waldner für eine saubere und sichere Stadt. Wir fordern schon seit Jahren eine Aufstockung und bessere Ausrüstung unserer Polizei, beispielsweise mit Bodycams und Tasern, sowie eine konsequente und schnelle Abschiebung ausländischer Straftäter. Uns geht es um die Sache, während sich andere lieber um Posten streiten, wie man nach der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2020 gesehen hat.